Hey, uns fehlt ein Jinjo. Er ist nicht mehr an seinem angestammten Platz. Ich glaube doch, dass er da ist. Er ist in einem Rohr. Vielleicht in dem. In einem Rohr? In? Ja. So mittendrin? Ja. Wir müssen ihn doch auch hören. Wie witzig das gewesen wäre, wenn das jetzt deine letzte Wabe gewesen wäre und jetzt wäre es zerplatzt. Nicht so witzig. Haben wir eigentlich alle Noten? Nein, 5 Noten fehlen uns auch noch. Das ist ja dicke Scheiße. Oh, ist leer. Das iPad. Apparently. Ist da auch irgendwo der Stecker zu? Ja. Wo? Nur wo? Nur wo? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich drüben in einer der Steckdosen, zum Beispiel neben dem Bett. In the pipe! On the wall! Da ist was. Das ist ein extra Leben. In der Pipe? In der Pipe. Aber wie komme ich auf diese Pipe drauf? Findest du es, ne? Nee. In der Küche vielleicht? Nee, eigentlich kann es doch in der Küche kann es auch noch sein, in der Steckdose. Aber eigentlich. Also, wo war ich gerade? Da. Da sind auch die Noten! Ich hab die Noten! Die Noten! Die Noten! Ich weiß es! Wir sind immer auf die falsche Seite gehüpft von dem Sprankle Man! Nicht, dass wir das ursprünglich gehört, aber das wird auch funktionieren. Hier, von diesem Sprankle Man sind wir immer. Das ist halt mein Handy. Guck, hier ist noch eins. Und wenn wir hier rauf gehen, dann wird ein Schuh draus. Wird ein Schuh draus. Denn erstmal ist hier der Jinjo. Ja! Great success! Und nicht nur das. Oh, sie freuen sich so gut! Das immer ist hier keine Steckdose. Was? Da ist eine Steckdose in dieser Kiste im Flur, dieser schwarzen Kiste, die da im Schuhbau steht. Ja, tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt. Jetzt kannst du noch mal sehen, was er wirklich sagt. Applaus. Applaus, sagt er noch. Tatsächlich. So, wir haben alles gefunden, außer die scheiß Waben schon wieder. Obwohl, warte mal. Einen Versuch für etwas möchte ich noch machen. Wir finden keine Waben. Wir finden keine Waben, das heißt, wir haben keine Energie und können nicht zur Wehr setzen. Aber stand nicht das next to the Wabe? Guck mal, das ist dumm. Die Leute, die richtig gut sind im Spiel, werden belohnt dadurch, dass sie noch mehr Waben kriegen. Genau, weil der Next to the Wabe stand. Wollte ich auch gerade mal noch einen Versuch unternehmen. Und zwar Next to the Jinjo. Ein. Hier. Nein, nein! Da kannst du doch bestimmt noch durchstampfen. Ah, scheiße. Nee, da war ich schon drin, aber ich muss in den anderen. Nee, daneben meine ich, in den linken. Ja, ja, in den linken, daneben, genau. Aber ich bin gerutscht und dann habe ich Panik bekommen. Ich wäre tatsächlich auch ohne Next to the Jinjo-Tipp gekommen. Ja, ich auch. Ich dachte auch, dass da nicht das Ding drin war, aber dann habe ich erst den anderen probiert und habe festgestellt, dass da schon das Ding drin war. So weit kann man springen! Was ich noch loben wollte an dem Spiel ist, dass dieses Spiel von dem. Da steckt ja so viel Arbeit drin, die Welten so zu designen, dass überall was ist. Also. Oh scheiße, ich weiß nicht, ob ich den Gedanken formuliert bekomme. Ist gut gemacht. Weißt du, ne? Die Art und Weise, wie das Spiel. Also das Level-Design, dass es so aufgebaut ist, dass überall was passiert, dass dieses Lernen von Moves und Anwenden von Moves und... Oh, scheiße. Dass das alles so geil ineinander greift.
und man nirgendwo gelangweilt ist, überall was passiert, es kein Backtracking gibt, keine Leerstellen und so weiter. Ja, keine Leerstellen ist ein großes Problem heutzutage. Ich hätte gar nicht damit anfangen sollen. Ich habe neulich nur mal irgendwie einen guten Gedanken dazu gehabt, warum das Spiel so besonders gut ist und was es auszeichnet. Und der ist jetzt aber leider nicht mehr formulierbar. Und deswegen gibt es jetzt Gummibärchen in die Fresse. Das muss man auch. Ah! Nee, ich will kein Gummibärchen. Danke. Aber ich krieg bald Hunger. Wie komme ich denn hier zum Ausgang? Richtig erwähnt. Weiter hier oder die Leiter hoch? Weiter lang. Und die Leiter hoch. Boah, geil. Guck mal, sie bleiben tot. Sehr realistisch. Können wir reinstampfen? Vielleicht. Vielleicht war ja die Wabe. Vielleicht. Boah, die sind so fresh. Ich glaube, das ist das erste Spiel, was wir immer abwechselnd spielen, wo wir beide ein bisschen was können. Ja. So. Das war der Geräusch. Stimmt. Von zwei klatschenden Händen, die nicht einer und derselben Person gehören. Rein mit den Augen, die gehören nicht raus. Klopschi. Aus der Nase. True Grit lief gestern auf Kabel 5 und ich hab's aufgenommen. Ich hab den da als DVD stehen. Ja, deswegen komme ich gerade drauf. Und? Hast du ihn schon gesehen? Du hast ihn noch. Reni hat ihn im Kino gesehen. Fand sie gut. Nee, fand sie nicht so gut, aber von dem, was sie erzählt hat, wusste ich, dass ich ihn gut finde. Deswegen habe ich mir gekauft. Und gesehen? Noch nicht, nein. Ich guck so selten irgendwas alleine. Aber wenn ich alleine bin, dann gucke ich keine Filme oder so. Bei mir umgekehrt. Immer wenn ich alleine bin, nutze ich die Chance, was zu gucken oder zu spielen. Tischspielen. So, Moment. Hier ist der Bubblegloop Swarm Eingang. Wo war denn der Bubblegloop Swarm Fucky? Ach, nee, wo war denn das? Ich war doch schon beim Puzzle. Warst du schon, ja. Wo war denn das? Da. Hier nicht. Nee, hier war ich noch gar nicht. Oh, da ist ein Hüpfi. Ich glaube, der Bubblegloop Swarm war noch zurück. Da muss ich wieder ganz zurück. Hier ist schon die nächste Notentür. Da schon rein? Ja, ja. Okay, auch schon rein. Aber noch nicht reingehen, bitte. Wollen wir noch aufbewahren als Stand? Ja, sonst bin ich auch völlig überfordert von der ganzen Geschichte. Ja, wir sollten das Gebiet nach und nach zerhacken. War das? Ja, nee, das sag ich jetzt nichts. Sag ich jetzt nicht. Das sag ich jetzt nichts. Das ist ja verarscht. Nein. Was? Nein! Das ist die zweite von oben, DVD, die rote da auf der Wii U. Curb Your Enthusiasm. Staffel 6. Das ist doch wohl das, was auf Deutsch Lass es Larry heißt, kann das sein? Ja. Das muss man sich aber wirklich auf gar keinen Fall auf Deutsch angucken soll. Schon alleine wegen des Titels. Larry David. Das ist die Vorlage für Pastewka. Ja, ja, ich weiß. Der ist homosexuell. Pastewka? Nee. Larry David. Nein. Der hat gern Sex mit Männern. Nein. Der hat gern Sex mit Männern. Nein, der ist verheiratet. Ja, mit wem? Mit einer Frau. Ja, und ist es vielleicht... John war auch mal verheiratet mit einer Frau. Eine deutsche Krankenschwester. Larry David ist sehr doll heterosexuell. Aha. Woran machst du das fest? Er ist nicht schwul. Ich sage, er ist schwul. Warum?
Weil ich mir das gerade ausgedacht habe. Ach so, nein, er ist nicht schwul. Trifft dich das persönlich, wenn ich ihn... Nein, ich habe kein Problem damit, dass Leute schwul sind, aber ich weiß, dass er nicht schwul Drück ist. Drück mal Z. Nein, ich will das Puzzle puzzeln. Guck mal, das ist ein Krokodil im Hintergrund. Pastewka ist auch nicht schwul, oder? Nein. Aber Briscoe Schneider ist schwul. Nein. Du musst dich schon entscheiden, ob du die Wahrheit sagst oder lügst. Ich das lüge nie. Außer vorhin. Wann? Hast du es zugegeben und dann hast du dich doch noch entlogen, indem du danach die Wahrheit gesagt hast. Bei welcher Thematik? Ob du da schon warst. Bei Clankers Cavern. Ach so, ja, stimmt. Aber das ist ein Unterschied. Ich finde, Lügen ist okay, wenn es dazu dient, besser dazustehen, als man es eigentlich verdient hat. Ich habe das Gefühl, es stimmt nicht ganz, aber ein bisschen habe ich das Gefühl, dass ich immer nur spiele, um dich ins nächste Level zu bringen. Aber ich habe auch viel in Clankers Cavern. Guck mal, was für ein Freak, ey. Krasser Spaß. Das letzte beleuchtete Brüdervideo, das ich mir angeschaut habe, und da muss ich auch wieder sehr lachen, auch allein über den Titel, ist an der Seite rausgesackt. Habe ich nur für dich gemacht. Ja, das hat mich sehr gefreut. Damit hast du wirklich mir eine große Freude bereitet. Guck mal, hier gibt's jetzt so viele Wege. Aber das war auch ein guter, musst du zugeben. An der Seite raus. Ja, ich fand das schon im Video auch sehr lustig. Oh nein! Aber dann, doch nicht mehr. Pommesbude? Ja, die haben schon eine Pommesbude gemacht. Das ist eine gute Marotte. Wer lädt die denn noch ein? Ich glaube das auch nicht. Glaubst du nicht? Glaubst du, die liegt auch? Um besser dazustehen? Ach nee, die Geschichte. Wir haben schon so oft mit Bottles gesprochen. Echt? Da unten. Das sind goldene Federn, die brauche ich aber nicht. Vor allem kann ich sie mir nicht holen, weil ich im Sumpf versinke. Ja. So, Ponk und ich haben schon drei Welten fast vollends durchgeschafft. Bis auf die Wabis haben wir alles. Bis auf die Wabis, genau. Und jetzt geht's weiter im nächsten Video mit dem berühmten Bubble Loop Swarm, in dem eine Figur aus Diddy Kong Racing einen Gastauftritt hat. Tigger. Nein, der heißt nicht Tigger, der heißt Timber und ist nicht im Bubble Loop Swarm. Das ist schon wieder Videounterbrechung. Ich habe doch gerade jetzt aufgehört. Ah, ich habe die Hälfte des Videos mit Suche nach Netzteil zugebracht, ne? Ja, hast du es gefunden? Ja, ja, gefunden. Ja, ich habe improvisiert. Och, nee, ich will nicht immer den Anfang eines Levels. Willst du jetzt mal das nächste Video machen? Nee. Oh, schade. Na gut, dann bin ich gleich wieder. Endlich. Bis bald. Pong-Action. Bis gleich. Echt nach, okay. Willst du lieber Bier kaufen?